In den kristallklaren Gewässern des Nordpazifiks liegt eine paradiesisch anmutende Inselgruppe. Doch im Februar 1944 wurden diese Inseln zu einer wahren Hölle. Von amerikanischen Flugzeugträgern ausgestartete Kampfflugzeuge bombardierten die japanischen Landstützpunkte und Schiffe und verwandelten diese idyllische Lagune in ein grauenhaftes Reich des Todes. Am Morgen des 16. Februar 1944 überraschten Wellen von Hellcat-Fighters die unvorbereitete japanische Verteidigung der Truck-Lagune und vernichteten mit einem Schlag allen Widerstand in der Luft und am Boden. Damit konnten US-Sturzkampfbomber und Torpedoflugzeuge unter den in der Lagune vor Anker liegenden japanischen Schiffen verheerenden Schaden anrichten. Unter Leitung des Naturforschers und Unterwasserfilmers John Stoneman sind Mitarbeiter der Foundation for Ocean Research nach Mikronesien gereist, um hier einige der über 50 japanischen Schiffswracks zu untersuchen, die in den stillen Gewässern der Truck-Lagune verborgen liegen. Obwohl man viele Schiffe gefunden hat, die bei der Operation Hagelschlag versenkt wurden, gibt es immer noch einige, die nie entdeckt wurden. Daher hoffen Stoneman und sein Team, vielleicht weitere Wracks aus dieser Zeit zu finden. Und möglicherweise auch einige Flugzeuge, die an dieser Aktion beteiligt waren. Wir wollen natürlich versuchen, einige der bisher unentdeckten Wracks zu finden, die hier irgendwo liegen müssen. Wir wissen von wenigstens 3 oder 4 Schiffen, die eindeutig als versunken registriert sind. Doch bisher hat man vergeblich nach ihnen gesucht. Aber haben denn die Amerikaner bei diesem Angriff nicht genau gewusst, welche Schiffe sie versenken? Sicher haben sie das gewusst. Sie hatten natürlich auch Beobachter an Bord und haben oft auch mit eingebauten Kameras mitgedreht. Doch bei einem Luftangriff gibt es immer eine Menge Probleme. Plötzliche Explosionen, meist ist alles voller Qualm und Rauch und oft versinken Schiffe auch nicht sofort. Während die Maschinen zum Flugzeugträger zurückkehrten, hätte sich ein Schiff durchaus noch von einer Insel zur anderen schleppen können. Und einige konnten sogar noch entkommen. Also werden wir unsere Suche hier auf dieses Gebiet konzentrieren. Vielleicht können wir dabei eins der verschollenen Wracks finden. Am nächsten Tag führt Stoneman seine Taucher zu einem der bekanntesten Schiffswracks, der San Francisco Maru, um sie hier mit den Gegebenheiten vertraut zu machen, mit denen sie bei dieser Expedition rechnen müssen. Truck ist zwar eine große Lagune, die eine Gesamtbreite von ca. 65 Kilometer hat. Aber sie ist auch sehr tief, was das Tauchen hier relativ gefährlich macht. Hinzu kommt, dass viele dieser Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg voller Kriegsmaterial sind. Schon deshalb und auch wegen der ständigen Gefahr des tiefen Rauschs müssen wir uns selbst immer wieder auf den kleinsten Leistungsabfall hin überprüfen. Denn bei diesem Unternehmen dürfen wir uns nicht den geringsten Fehler leisten. Das Wrack der San Francisco Maru, das in mehr als 50 Meter Tiefe liegt, ist ein klassisches Beispiel für die Gefährlichkeit des Wracktauchens nach Schiffen aus dem Zweiten Weltkrieg.
Im vorderen Laderaum liegen reihenweise hochexplosive Minen übereinander, als warteten sie auf einen unvorsichtigen oder unbesonnenen Besucher. Kurz vor der Brücke macht Stoneman Halt, um drei kleine Panzer zu filmen, die damals einen Gegner bekämpfen sollten, der heute ein enger Verbündeter geworden ist. Ein klassisches Beispiel für die Sinnlosigkeit des Krieges. Doch nun müssen die Taucher mit dem langen, langsamen Aufstieg beginnen. Dabei machen sie immer wieder Pausen für die Dekompression und um den Stickstoff abzubauen, der sich in ihrem Blut angereichert hat. Aber selbst hier lauert noch Gefahr in Form eines Hammerhais, der unter dem Schiff entlangzieht. Die Taucher beobachten das umherkreuzende Tier sehr genau, denn sie wissen, dass dort, wo ein Hai auftaucht, durchaus auch weitere sein könnten. Diesmal allerdings schwimmt der große Hai, nachdem er seine Neugierde gestillt hat, auf und davon, um sich nach einer leichteren Beute umzusehen. Ich finde es sehr interessant, wie sich das hier seit 1944 verändert hat. Am nächsten Tag vergleichen Stoneman und der Unterwasserkameramann Stephen Lewis an Bord der Thorfinn Fotos dieser Inseln, die während des Luftangriffs aufgenommen wurden, um sich damit die Suche nach den abgestürzten Flugzeugen zu erleichtern. Das ist fast wie eine kleine Stadt gewesen. Sieh dir mal das Bild der Insel an. Das sah dort aus wie auf einem Flugzeugträger, ohne jede Vegetation. Und wenn man sie heute sieht, käme man nie darauf, dass es auf dieser Insel Beton und totale Zerstörung gegeben hat. Und das ist eben ganz typisch für die Tropen. Genau dasselbe kann man auch unter Wasser beobachten. Da, wo die Natur auch nur die kleinste Chance bekommt, breitet sie sich sofort wieder aus. Nachdem eine Skizze von Etten Island gezeichnet worden ist, wo sich seinerzeit einer der Hauptstützpunkte der japanischen Streitkräfte befand, bereiten sich die Taucher darauf vor, die umgebenden Gewässer nach einem Rastersystem abzusuchen. Stoneman weiß, dass sich die Suche mehr als schwierig gestalten wird, da sie erstens äußerst präzise ablaufen soll und zweitens meist in großen Wassertiefen durchgeführt werden muss. So nahe an Etten Island ist die Sichtweite der Taucher ziemlich eingeschränkt. Während sie den Meeresgrund nach Wrackteilen absuchen, sind sie sich ständig sehr wohl bewusst, dass es in diesen Gewässern auch Haie gibt. In den folgenden Tagen werden die Gewässer rund um Etten Island viele Stunden lang abgesucht, doch ohne den geringsten Erfolg. Alle wissen, dass die Suche nicht ganz einfach sein wird, besonders auch wegen der geringen Sichtweite. Doch Stoneman glaubt fest daran, dass sie Erfolg haben werden. Wie bei so vielen vorangegangenen Expeditionen werden allein Arbeitsaufwand und Einsatzfreude entscheidend für den Ausgang sein. Und gerade als die Stimmung auf einem Tiefpunkt angekommen ist, entdeckt Paul Gardner, der Chefmaschinist der Thorfinn, das, wonach alle gesucht haben. Ein japanisches Kampfflugzeug, das in ca. 33 Meter Tiefe liegt. Die Taucher sind begeistert. Während sie das Wrack untersuchen, bei dem es sich wahrscheinlich um einen Kate-Bomber handelt, ist John Stoneman damit beschäftigt, das hintere Maschinengewehr des Flugzeugs vom Schwemmsand zu befreien. Ganz in der Nähe wird eine volle Munitionstrommel gefunden.
Nach 3 Tagen intensiver Anstrengungen kann der erste Teil der Expedition, die Suche nach einem ins Meer gestürzten Flugzeug, erfolgreich abgeschlossen werden. Doch Stoneman weiß, dass das, was sie sich jetzt vorgenommen haben, wesentlich mühevoller sein wird. Die Suche nach einem kompletten Schiffswrack. Am 6. Tag der Expedition lichtet die Thorfinn den Anker und fährt zum ehemaligen Liegeplatz der 4. Flotte hinaus. Dort soll nach einem der Schiffswracks gesucht werden, die seit über 40 Jahren verschollen sind. Captain Lance Hicks steht selbst am Ruder, während Stoneman aufmerksam den Tiefenmesser beobachtet. Mit langsamer Fahrt kreuzt das Schiff mehrfach über dem Ankerplatz der japanischen Hauptflotte. Und es dauert nicht lange, bis sich die Umrisse des ersten Wracks abzeichnen. Aber es ist eins der bekannten und registrierten Wracks, die Aikoko Maru. Deshalb hält Hicks die Thorfinn auch weiter auf ihrem Kurs. Nur wenige Minuten später taucht ein weiteres Wrack auf, die Momokawa Maru, und ein Stückchen weiter die Rayo Maru. Aber nach wie vor gibt es keine Anzeichen für eins der gesuchten neuen Wracks. Im Laufe des Tages werden immer mehr Schiffe lokalisiert. Doch all diese Wracks sind bereits registriert. Stoneman ist enttäuscht, weil der Erfolg ausgeblieben ist. Nachdem die Thorfinn Anker geworfen hat, beschließen Captain Hicks und Stoneman, den Plan zu ändern. Die Suche soll ab jetzt nur noch von kleinen Booten aus durchgeführt werden. Obwohl nur eine einfache Grundausstattung zur Verfügung steht, ist bereits nach einer knappen Stunde etwas auf dem Tiefenmesser zu sehen. Sofort werden die Taucher hinuntergeschickt. Könnte dieses unscharfe Bild vielleicht das sein, wonach man sucht? 10 Minuten später gibt es eine Antwort auf diese Frage. Nichts, nur ein Korallenkopf. Enttäuscht wird die Suche fortgesetzt. Stunde um Stunde wird das kleine Boot auf exaktem Kurs gehalten, von dem nicht im geringsten abgewichen werden darf. Die Arbeit unter der unerbittlichen tropischen Sonne ist zermürbend. Aber das Team ist entschlossen, sich nicht von seinem Vorhaben abbringen zu lassen. Als der Tag langsam zu Ende geht, zeichnet sich auf dem Tiefenmesser erneut ein ungewöhnliches Bild ab. Es sieht wie ein Korallenwall oder Hügel aus. Und es gibt da eine sehr interessante Linie. Ich meine, dass sie so gerade ist. Das könnte möglicherweise ein Schiffswrack sein, das sich in der Nähe eines Walls befindet. Aber um das rauszubekommen... Dann gehen wir doch mal runter. Das sollten wir uns mal ansehen. John Stoneman geht als erster an der Ankerleine nach unten. Während er tiefer taucht, beginnen sich aus der Dämmerung unter ihm verzerrte Umrisse abzuzeichnen. Es ist genau das, wonach sie gesucht haben. Ein japanisches Schiffswrack, das bisher noch niemand entdeckt hat. Das ist wirklich ein toller Fund. Vor allem, nachdem wir erst 2 Tage gesucht haben. Allerdings werden wir hier wieder einmal in größerer Tiefe arbeiten müssen. Und nette Gesellschaft haben wir auch schon. Während Stoneman zum schwer beschädigten Achterdeck des Frachters hinabtaucht, behält er den in der Nähe kreisenden Hai vorsichtshalber im Auge. Es ist klar erkennbar, dass das Schiff an seiner Steuerbordseite in der Nähe des Hecks schwer beschädigt ist. Offenbar durch einen Torpedo. In der Nähe des Eingangs zu den tiefer gelegenen Mannschaftsräumen findet John Stoneman mehrere dort verstreut liegende Porzellanteile. Viele sind durch die ungeheure Hitze der Explosion, die das Schiff sinken ließ, angesenkt. Es handelt sich hier um einen Frachter, der offenbar ganz schön gebrannt haben muss. Man kann die Brandspuren auf dem Teller recht deutlich erkennen. Das Schiff wurde auf der Backbordseite über dem ersten Laderaum getroffen, und zwar mit enormer Wucht. Es befinden sich auch immer noch Geschütze an Bord. Das Schiff liegt aufrecht genau am Rand einer Sandbank. Es ist wirklich unglaublich. Wahrscheinlich ist es noch völlig unberührt.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand bereits vor uns dort gewesen ist. Am nächsten Tag soll der erste von vielen Tauchgängen die Identität des Schiffes klären helfen. Doch obwohl Stoneman den Bug sehr sorgfältig untersucht, auf dem normalerweise Schiffsnamen zu stehen pflegen, kann er dort nichts entdecken. Allerdings deuten alle Anzeichen darauf hin, dass das Schiff vor Anker lag, als es getroffen wurde. Die gewaltige Wucht der Explosion hat das Schiff herumgedreht, wobei es über die eigene Ankerkette lief. Die Reste eines Baufahrzeuges, die neben dem Schiff liegen, verdeutlichen die Wucht der Explosion, durch die es einfach vom Oberdeck gefegt wurde. Diese Vermutung bestätigt sich, als Brenda Simpson weitere Baufahrzeuge entdeckt, die über den vorderen Laderaum hinweggeschleudert worden sind. Von allem unbeeindruckt ziehen die Haie in der Nähe ihre Kreise. An Bord der Thorfinn vergleichen die Taucher ihre Notizen und müssen feststellen, dass es auch am Heck des Wracks keine Spur eines Namens gibt. Möglicherweise ist er von den üppigen Korallen überwuchert worden. Weil aber die Identität des Schiffes für Stoneman äußerst wichtig ist, lässt er am nächsten Tag die Mitarbeiter möglichst jedes Detail des Schiffes filmen und sucht selbst nach irgendwelchen Fundstücken, die dazu beitragen könnten, das Rätsel zu lösen. Es scheint, als ob wir auch von dieser Schüssel aus keine Rückschlüsse auf die Identität des Schiffes ziehen können. Obwohl es ein wirklich... Eine schöne Form. Ein ausgesprochen schönes Stück ist. Schade, dass wir es zurückbringen müssen, aber wir tun's. Doch dieses hier hat auf jeden Fall einen Stempel. Imperial Ironstone China. N.K. Porzellanfabrik. Ich glaube, das Interessante an diesem Stück hier sind die vielen versenkten Stellen überall am Rand. Wir haben es im Salon gefunden, in der Nähe des hinteren Eingangs, wo sich diese gewaltige Explosion ereignet hat. Eine ganze Menge des Porzellans, das dort liegt, ist angesenkt oder stark verbrannt. Also muss es ein Feuer gegeben haben, als das Schiff gesunken ist. Ich möchte hiervon mal ein Foto machen, um zu sehen, ob sich vielleicht daraus etwas ergibt. Später werden Einzelheiten über das Wrack und der Abdruck des Porzellanstempels zur Zentrale der Foundation nach Toronto übermittelt. In akribischer Ermittlungsarbeit soll dort versucht werden, den Namen dieses unbekannten Schiffswracks herauszubekommen. Inzwischen werden in der Tiefe der Lagune die Foto- und Filmarbeiten auf dem Wrack fortgesetzt. Die Aufmerksamkeit des Teams gilt dabei auch der Ladung des Schiffes, die offenbar hauptsächlich aus Baumaschinen bestanden hat. Allerdings hatte Stoneman im vorderen Laderaum auch eine ganze Menge Munition entdeckt. Zwei Tage später trifft die ferngelenkte Unterwasserkamera der Foundation ein, die bei den anstehenden Arbeiten eine ganz besondere Rolle spielen soll. Das Videoauge dieses kleinen U-Boots, das vom Schiff aus gesteuert wird, verkürzt die Filmaufnahmen erheblich. Dadurch reduziert sich auch die gesamte Tauchzeit wesentlich. Nach den Videobildern der Unterwasserkamera kann Stoneman in kürzester Zeit eine Skizze des Schiffes anfertigen lassen, die ebenfalls zur Identifizierung des Wracks an die Foundation-Zentrale geschickt wird. Mit jedem Tauchgang fügen sich immer mehr Teile dieses Puzzles zusammen und können mit dem bereits an Bord der Thorfinn vorhandenen Material verglichen werden. Aber auch nach zweiwöchiger Arbeit ist man einer Antwort um keinen Schritt näher gekommen. Das hier unten liegende Wrack ist wirklich ein geheimnisvolles Schiff.
Auch wenn das Ergebnis der Suche enttäuschend ist, werden immer noch Fundstücke entdeckt, von denen jedes zur Identifizierung des Wracks beitragen könnte. Doch müssen all diese Gegenstände wieder dahin zurückgebracht werden, wo sie gefunden wurden, weil diese Wracks nach mikronesischem Gesetz geschützt sind und nichts auf Dauer entfernt werden darf. Am letzten Tag der Expedition bereitet sich Stoneman auf einen Tauchgang vor, bei dem er tief in den Maschinenraum des Wracks eindringen will. Er hofft, dort einen Hinweis zu finden, der diesem Geisterschiff endlich einen Namen gibt. Gemeinsam mit dem Unterwasserkameramann Adam Ravitch dringt er in die Dunkelheit des Maschinenraums vor. Aber auf das, was sie hier erwartet, sind sie keinesfalls vorbereitet. Das sind zweifellos die Überreste einiger Besatzungsmitglieder des Schiffes. Und sicher werden sich unter dem dicken Schwemmsand am Boden des Maschinenraums noch weitere befinden. Bis zu diesem Zeitpunkt stand die Grausamkeit des Geschehens immer ein wenig im Hintergrund. Doch jetzt hat die Sache einen wesentlich persönlicheren Aspekt bekommen. Wir bedauern den Tod dieser Männer und auch aller anderen, die dem Wahnsinn des Krieges zum Opfer gefallen sind. Als die Taucher von diesem letzten Tauchgang zurückkehren, gibt es endlich längst überfällige Neuigkeiten aus Toronto. John, sieh dir das mal an. Es ist gerade erst angekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ist ja toll. Das Wrack wurde schließlich als die Chotan Maru identifiziert. Ein 90 Meter langer Frachter, der Baumaterial und Munition für die Flugabwehr geladen hatte. Während hier oben verständlicher Jubel herrscht, bleibt den stummen Zeugen dort unten in der Tiefe des Meeres, die nie mehr diese letzten Paradiese befahren werden, nur ewige Ruhe.